Simon hat mich angehittet. Simon hat mich angehittet. Simon will mich töten. Ich töte Simon. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu diesem neuen Spielmodus. Was heißt neu? Es ist ein Spielmodus, den ihr alle kennt, aber der nochmal in ganz großer Variation verändert wurde, wenn man es jetzt so sagen kann. Mit dabei ist heute der Mr. Moore. Hallo! Ich bin heute auch dabei, ich bin der Coolste. Der Jamless Play. Hey. Der Talo. Oh. Und der Zombie. Und wir spielen heute Trouble in Minecraft oder Minecraft Terrorist Town oder wie ihr es auch mal nennen wollt. Ihr könnt den Namen entscheiden. Wir haben letztes Mal gesagt Trouble in Minecraft. Wir haben jetzt auf dem Gommes-Server einen privaten TDT-Server bekommen in Minecraft halt. Und der soll halt nicht Trouble Mine will heißen und der soll auch nicht irgendwie Mine Mafia oder irgendwie sowas heißen, sowas, was es schon gab. Sondern soll einen eigenen Namen bekommen, halt extra für dieses Spielmodus, der quasi Trouble unsere in Minecraft. Ja, finde ich eigentlich voll gut. Trouble in Minecraft finde ich eigentlich auch ganz cool. Also deswegen könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Trouble in Minecraft-Namen findet. Ansonsten schreibt eure Wünsche und Vorschläge in die Kommentare. Wir sind da sehr offen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Nimm den Spielmodus Trouble in More Game. Okay, vielleicht kennt ihr die Mission, wenn ihr schon mal bei uns CTT gespielt habt. Lass einfach Tuddle in Terrorist Town machen. Das ist nicht schlecht. Die Map kenne ich. Wow. Guck dich mal die Map an. Das ist ja die Map, die ich kenne. So, was sich hier verändert hat, ich mache eine ganz kleine Einführung hier. Es gibt jetzt Waffen in solchen Boxen und man kann, wenn man Q drückt, die Waffen auch in diese Boxen wieder rein tun. Das heißt, dass man Waffen wieder auf und hin und her und so bla hin und her heben kann. Ach, mit Q. Mit Q kann Waffen droppen, genau. Schön, ja, man kann auch einfach eine neue anklicken und wechselt automatisch. Ja, man kann auch mit Q einfach seine Waffen wegwerfen. Nein. Doch. Achso, ich hab meine Drops. Ja, gut, kann man. Gut. Okay. Es gibt übrigens als Waffen gibt es beim Bogen auch verschiedene Waffen. Es gibt die Shotgun, den normalen Bogen und die Minigun. Das kann auch noch alles noch variiert werden und so. Also es ist alles gerade in der Anfangsphase. Sozusagen ein Beta-Test. Und ich habe jetzt mal die Shotgun. Oder ich nehme den Bogen. So, und in 20 Sekunden geht's los. Was anders ist noch. Wir sehen alle gleich aus im Spiel, so wie bei TDT, damit wir uns nicht gegenseitig erkennen direkt. Und wir können unseren Namen nicht von Weitem sehen, sondern erst, wenn man auf jemanden genau drauf zielt, damit halt auch, wenn jemand irgendwie von Weitem wegschießt, von Weitem wegschießt. Ich bin innocent! Dass man da die Namen halt nicht sieht. Wer ist da? Ich. Der Tester ist ausgestellt, das kann man aber alles ein- und ausstellen und die Traitor-Pässe sind eingestellt. Das heißt, es ist absoluter Zufall, wer Traitor und Innocent wird. So. Ja, bin ich Traitor und so eigenartig auf dieser Map rumzulaufen, die man halt kennt. Ist echt super lustig. Gibt's auch Traitor-Fallen und so? Traitor-Fallen? Hab ich gerade nicht gesehen. Ne? Okay, Zombie ist es. Hä? Zombie? Zombie muss es sein. Okay. Genau, ja, sag, dass der Detective Traitor ist. So, oh, das ist Manu. Dann ist 100% Manu. Gut, es ist. Oh, sorry. Nein, ich bin's echt nicht. Manu. Es ist dann Tadel. Es ist dann Tadel. Ich dachte nicht. Was? Ich wusste nicht, dass du Detective bist. Tadel und Dingens ist müssen selber Mord tot. Ist Mr. Moore gestorben? Mr. Moore, rede nochmal. Oder Mr. Moore ist Traitor und ist raffiniert. Ja, Simon ist es auf jeden Fall. Mr. Moore ist auf keinen Fall raffiniert. Okay, Simon hat mich angehittet. Simon will mich töten. Ich töte Simon. Tadl, ich will nichts sagen, aber da Mr. Morgame tot ist und Manu auch, muss ich leider gegen dich kämpfen. Tadl, ich hab dich getötet! Oh nein! Da kam er runtergefallen, ich dachte, du hättest ihn runtergeschubst. Ja, da haben wir das war gar nicht, was so klar. Abgeht, Mann. Hä? Tadl, was hast du eigentlich gemacht? Ich hab auf Manu geschossen und dann ist er gestorben und dann haben die Pfeile dich getroffen, aber... Du hast doch Zombie jetzt noch runterschlagen können. Es waren alle anderen tot. Egal. Okay, das war die erste Runde. Hab gar nicht gepeilt, was los war auch. Wieso ist Mr. Morg gestorben? Weil ich ihn getötet hab. Habe ich alles gar nicht mitbekommen. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man die Sachen unauffällig Ja, aber ich bin ja der Traitor gewesen. Mann. Okay. Der sollte es eigentlich mitbekommen, ja. Ja, eben. Im Anfang steht, wer noch Traitor ist und im Chat. Muss ja, das habe ich gesehen. Das habe ich alles gesehen. Okay, kommt rein. Hattest du schon erwähnt, dass die Kleidung auch dementsprechend verändert ist? Genau, also man sieht sich als Traitor gegenseitig auch rot und die Detective ist blau und die anderen sind sich halt als grau. Ich habe mich selber voll verwirrt, Alter. Alter, ich... Oh, er schlägt die ganze Zeit auf mich ein. Aber es hat scheinbar geklappt, jemanden zu töten, ohne dass jemand gemerkt hat, wer es war. Ja, klar, das ist auch so weit gut, aber... Ich gefailt habe, ich hab dich die ganze Zeit angeguckt, während du mich geschlagen hast und hab mir überlegt, haut er mich jetzt? Pass auf, wenn einer stirbt, da wusste ich sofort, da ich kein Traitor bin, müssen es ja die beiden anderen sein. Das ist ein bisschen doof gewesen. Das ist echt ein bisschen blöd. War sofort klar für mich. Ein Traitor sollte doch da sein. Also wir müssen mehr Leute sein sonst. Ja, wir müssen mehr Leute sein. Sonst kann man es direkt festmachen. Oder den Detective löschen. Also, dass es keinen gibt.
Das kann man auch das machen, das würde das besser, das wird besser. Detective löschen kann man, glaube ich, nicht. Okay. Das ist das Problem, aber kann man auch einstellen. Gute, siehst du, wir spielen das hier sozusagen, um halt auch erstmal quasi herauszufinden. Ja, wir sind in der Alpha. Ich stelle jetzt mal 10 Herzen ein, so. Soll ich einen Traitor einstellen oder zwei Traitor? Ja, ein Traitor ist besser. Okay, stell ich mal einen Traitor ein. So. Echt? Ich glaube, der ist richtig. Ja, das ist ja nicht anders, Alter. Hast du gerade den selber gesagt? Was ist los? Ja, klar, aber. Ich find's irgendwie so öde nur mit einem. Wir können ja einen Traitor einmachen, aber dafür 5 Herzen nur. Das heißt, Tadde, der kann alles schnell ausschalten. Tadde, bist du behindert? Ach, man kann weniger als 10 Herzen. Ja, kann man. Warum haben wir das vorhin nicht die. Macht alle Herzen oder so. Weil 5 Herzen, das ist mein One-Hit mit dem Steinschwert. Könnt ihr eine Sniper einfügen für mich? Kann man auch alles machen. Steinschwert? Warum gibt's denn keine Sniper? Kann man alles nochmal einfügen. Sniper. Auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt. Wobei, habe ich jetzt schon gestartet? Ne, ich mache 2 Traitor rein. Könnt ihr Brandgranaten rein? Okay. Ist zu krass. Mach mal Brandgranaten rein in das Spiel. Genau. Ja, müsst ihr alle, also alles, was ihr irgendwie zum Spiel dazu hinfügen würdet oder so, also alle Zuschauer. Schreibt in die Kommentare, kann man alles hinzufügen. Oder diese Gravity-Granate von Smash. Nein. Jetzt übertreibt der vollkommen. Es gibt einen Wegstoß. Ja. Es gibt bei Trader Shop gibt es so einen Wegstoß. Diese Wegstoß. Newton Launcher. Genau, Newton Launcher. Hä? Hier ist ein Raum darunter? Ja, weil es unter dem Leuchtturm nicht mehr durchgeht direkt. Ich will Raketenwerfer. Okay, warum? Wie funktioniert dieser Newton Launcher dann? Du stößt damit, also ist irgendwas mit richtig fetten Rückstoß oder so. Das ist cool. Ah, oder nee, die wollten den einstellen, haben die aber nicht eingestellt. Haben die noch nicht eingestellt, aber es kann, kommt wahrscheinlich noch. Also ja. Der kommt wahrscheinlich noch. So. Ich möchte gerne eine Portal Gun, das wäre auch geil. Okay, es wird also 2 Traitor geben, passt auf. Ich dachte einen. Nee, es wird 2 Traitor geben, ich habe doch 2 eingestellt. Ich habe übrigens, hier diese, wie nennt man diese Toast-Dinger nochmal? Pop-Tarts. Pop-Tarts, ich habe übrigens Pop-Tarts. Lecker. Ich will so ein Erdbeer-Ding nochmal probieren. Ist auch wenn wir die alle erschnorren bei dir. Oh. Hätte irgendwie voll Lust, so manche TTT-Mips einfach auch deswegen in Minecraft nachzubauen, dass man die hier für den Modus verwenden könnte. Kann man Glas kaputt schießen? Okay. Oh, ein Mitspieler ist gestorben. Detective. Alle anderen, bis auf ich, sind Traitor. Ich hab Mr. Moore getötet, er war Traitor. Ja, nein, ich bin Was? Ich hab Mr. Moore getötet, er war Traitor. Ich hab ihn getötet, weil er auf mich geschossen hat. Ey, das müsste im Chat stehen. Wenn du ihn warte. Kann ich ihn untersuchen? Da, die ist krass, Mr. Morgan. Gut, dann ist es Zombie. Dann ist es Zombie. Ich bin Detective, du Huren. Oh, ich bin's nicht. Da noch übrig. Also ich habe auf jeden Fall einen Traitor erwischt. Dann es können jetzt nur noch Manu sein. Und Tadde sein. Aber da ist Tadde. Tadde, bist du's? Ich bin's nicht, wirklich nicht. Ich bin zu 100% nicht. Was, einer ist gestorben? Ich habe Tadde angegriffen, er war aber kein Traitor, er war innocent. Ja, ich bin's aber auch nicht. Toll, Manu. Okay. Ich bin es nicht. Ja. Dann hat gerade Simon seinen Traitor-Kollegen getötet. Manu ist es. Weil der andere bleibt nicht übrig. Wer rennt denn da weg? Bist du das? Nein, schieß auf mich, ich bin das! Hallo, ich bin 100% innocent! Ja, aber innocent. Da musst du es doch sein! Nein, aber einer von euch beiden muss es sein! Ich bin Detective! Ja, hä, was? Bist du bescheuert? Ich bin innocent! Geht gar nicht, wenn ich... Nein! Ich hab einen richtigen Fehler gemacht! Warum tötest du mich, du Behinderter? Ja, ich hab mich gesehen, dass du Traitor bist, Alter! Du standst vor mir und ich hab nur gesehen, ich bin Traitor, dann hab ich direkt getötet! Mann! Ja, sag ich doch, Alter. Wie behindert das war! Aber dass man immer hört, dass ein Spieler gestorben ist, ist irgendwie kacke, oder? Diesen Schrei finde ich seltsam. Und es darf einfach nicht im Chat stehen. Ja. Das darf nicht klar, sein. Klar, es muss ja geheim bleiben, wenn einer stirbt. Ja, eben. Da steht einfach direkt, ja, okay, ihr seid jetzt so nur das muss auf jeden Fall auch noch verändert werden. Aber das ist ja gut, dass wir heute so. Das ist das erste Mal. Es ist einfach so. Das ist Pri-Alpha. Unser erstes Mal. Okay, kommt nochmal alle, wir haben ein letztes Mal. Oh ja, Leute. Oh, ich bin so dumm. Ich habe einfach Mr. So Moore getötet. Oh Gott. Das war ja, aber das hat voll traurig. Die Verwirrung gestiftet in meinem Kopf. Ja, das war gut, oder? Aber ja, das war überhaupt nicht beabsichtigt, Alter. Ich hatte auch gar keinen Plan mehr, wer Traitor war und wenn nicht. Ich hätte euch jetzt einfach beide mit dem Eisenschwert geschlagen. Das ist ein Eisenschwert? Ja, es gibt an manchen Stellen Eisenschwerter, die kann man aber erst zu Rundenbeginn aufheben. Deswegen werden sich früher oder später da eh mal alle zu Rundenbeginn sammeln. Ich hatte aber auch. Ich würde sagen, die löschen mal raus, Simon. Ja, ach was. Eisenschwerter ist viel zu krass. Ich mach nochmal eine andere Map rein. Mansion heißt die. Ich wäre sogar dafür, alle Holzschwerter wegzupacken. Echt? Dass alle. Ja, links? Damit man einfach direkt ein Steinschwert findet. Weil alles andere sowieso unnötig. Ich würde sowieso nur ein Steinschwert aufheben. Aber. Also, stimmt, ja klar. Jeder wird eh nur Steinschwerter aufheben. Keiner nimmt freiwillig ein Holzschwert. Packen oder? Wir einfach überall nur Holzschwerter. Oder überall ein Diaschwert. Gezaubert. Für One-Hits. Mit Schärfe 5. Und Feuer machen. Hab ich 2 eingestellt? Ja. Okay, Spiel geht los. Es gibt wieder 2 Traitor. Die Sache ist die.
Bei TTT gibt es auch verschiedene Waffen. Es gibt auch mal Scheißwaffen, es gibt auch gute Waffen. Ja, aber die sind ja, nee. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ja, ja, eben. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, dass die Schwerter auch irgendwie eine Variation oder so bekommen. Vielleicht fällt uns ja, da das ein. Dass das Holzschwert vielleicht dann noch Feuerschaden macht oder sowas. Oder ja, vielleicht gibt es einmal ein Holzschwert mit Rückstoß, einmal ein, oder so, irgendwie sowas vielleicht. Oder verschiedene Bögen mit Feuer- und Giftpfeilen und so. Lava der. Ja, das kann man mal die Fresse halten, man, der andere da, der Typ. Oder Atombomben. Ja, hatte ich gerade schon die Idee. Wie wäre es denn, wenn man eine Nuke installieren, die man als Traitor zünden kann, ohne irgendwie Punkte zu investieren? Alle auf der Map sterben, bis auf man selbst. Das ist eine gute Idee. Das wird auf jeden Fall. Und dann hat man halt verloren, ja, weil man. Erwähnenswerterweise hier fängt man als Traitor und Detective ohne Punkte an und kann sich deswegen nicht direkt ein Gadget holen. Ja, außer Radar, der kostet nämlich nichts. Aber genau, das kann man alles. Radar habe ich aber auch nicht verstanden. In TTT fangen ja die Traitor mit 2 Punkten an und der Detective mit 1. Ich habe eine Frage. Aber der Detective hat dafür einen Kevlar an. Direkt. Sind jetzt ein oder zwei Traitor eingestellt? Zwei Traitor sind eingestellt. Ja, wie funktioniert denn das Radar? Ich bin innocent. Ich bin schon wieder innocent. Ich bin was ist das denn? Tut mir leid, dass ich letzte Runde getötet habe, bitte. Ich bin jetzt dafür deine Leibgarde, okay? Wer ist da? Simon. Nee, Tadel. Das bin ich. Boah, Alter, wie lange es dauert, bis man deinen Namen erkennt. Mr. Moore, das war der Detective. Entschuldigung. Ich hab vergessen, dass ich so eine Shotgun-Minigun hab und die direkt losballert. Das war keine Absicht. Bist du, Alter? Immer Mr. Mauer macht sowas. Ja, aber wirklich, immer ich. Es ist Simon, total aus Versehen gewesen. Mr. Mauer, ich bleib bei dir. Simon, wenn du wirklich Inno bist diesmal, ja, dann kannst du im Grunde die beiden anderen töten, denn ich bin auch Inno. Und das Witzige ist, die ich sind gerade bei... Ich hasse immer das Ausschlussverfahren. Alleine. Okay, Zombie ist auf jeden Fall Traitor, weil er ja nicht so reagiert. Dann komm ich ja mit, Manu. Okay. Jagen wir Tadel und Zombie und töten jetzt. Sie und vergewaltigen ihre Leichen. So, ja, ich gerne doch, bitte. Wohin geht ihr? Wohin? Wie kann ich in den Traitor-Shop gehen? Mit Slash B. Oder mit dem zweiten Bogen. Nenn noch du hast doch einen zweiten Bogen im Inventar. Ja, aber der ist weg. Der ist verschwunden. Dann Slash B. Jesus Christus. Ich baller den einfach da oben an. Hä? Wo ist der denn? Hä? Da ist jemand vorbeigekommen und hat jemand... Mr. Moore wurde getötet! Da ist ein Traitor gewesen! Wow! Ich will sterben! Hilfe! Bist du? Nein, das bist du! Scheiße! Nein! Ich hab dich verwechselt. Alter, das ist aber super schwer. Gott. Ich hab noch einen erwischt! Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Geister fliegen rum. Wie dumm. Man sieht die Pfeile noch. Hallo Manu. Ich sehe deine Pfeile. Danke. The Detective! Oh, ich hab mehr Erfolg! Ich nicht. Voll doof. Siehst du das? Wo bist du, Zombie? Aber so Geister um dich herum. Hallo. Noch 2 Minuten, Zombie. Ich hatte nur ein halbes Herz. Das war ich und nicht Zombie. Ach, das warst du? Och, mich hast du schon lange totgeschossen. Jetzt wusste ich nicht, das ist ja, aber man erkennt gar nichts, Mann. Das ist echt ein bisschen doof in der Hinsicht. Okay, muss ich hab dich einfach direkt verwechselt. Aber meine Leiche lag doch da, Simon. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Okay, also. Das war unsere erste Runde von dem neuen Gomme-TDT. Das kommt wahrscheinlich auch bald in ungefähr 1 bis 2 Wochen für die Publics, also als Public-Server raus. Das heißt, ihr könnt ihr das alle auch spielen. Ihr könnt aber jetzt noch helfen, das Spiel zu verbessern. Und wir natürlich auch. Wir haben selber noch ein paar Sachen gemerkt hier. Zum Beispiel das mit den Trader-Punkten und so weiter und so fort. Schreibt ihr auch in die Kommentare, was würdet ihr euch wünschen, was das Spiel noch ein bisschen besser und besser macht. Ein bisschen besser und besser macht, ja. Ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall noch dann gemeinsam mit dem Gomme-Team hier den Spielmodus immer geiler gestalten, bis das halt echt ein richtig cooler Spielmodus wird. Und wenn es euch gefallen hat und ihr öfters TTT in Minecraft sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schaut auch bei den anderen vorbei, die sind in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.